Okay, also dann fangen wir schon mal an. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, dass ihr da alle zahlreich erschienen sind und euch für den Beruf Kauffrau, Kaufmann interessiert. Ich bin der Vincenzo Neibuhr und darf heute das Interview mit Anna Sturzenegger führen. Guten Hallo Nachmittag, zusammen. Anna. Hallo. Du bist jetzt auch zum Schaffen, ja. Genau. Dort im Hotelzimmer. Genau. Schönes Hotelzimmer rufen, dass ich Ein die Meetings, wie man das so nennen kann, durchführen kann. Und dann kann ich wieder arbeiten. hast deine Ruhe. Genau. Ja, sonst wäre es ein bisschen laut. Genau, mit den Check-ins und Check-outs. Ah, Nein, die sind zwar durch, genau, aber Koffer abholen und. okay. Genau. Hey, also du, dann fangen wir schon gerade mal mit einer coolen Frage, die wir da bekommen. Wann fängt dein Tag am Morgen an? Es kommt darauf an, welche Schicht das ich habe. Wenn ich zum Beispiel, also ja, ich muss vielleicht so anfangen. Ich mache nicht wirklich Kauffrau RZ, sondern meine Berufsbezeichnung heisst Hotelkommunikationsfachfrau. Das Okay. heisst, ich tue nicht nur Rezeption arbeiten, sondern ich bin auch in allen anderen Bereichen tätig, also im Frühstücksservice. Auf der Etage können sie mich auch noch brauchen, wenn mal Mangel ist oder so. Aber ich tue mich auf die Rezeption, also bei der meisten Rezeption. Aktuell zum Beispiel mache ich wieder Frühstücksservice, weil wir dort ein bisschen zu wenig Leute haben. Und der fängt Mittag 10 vor 6 Uhr an. Sonst, wenn ich Frühschicht habe, eine Rezeption fängt er um 6:30 Uhr an. Und dann bis um 3:30 Uhr und bei der Spätschicht meistens so auf die 12:30 Uhr. Genau, geht dafür aber Okay. dann auch bis um 9:30 Uhr am Abend. Kommt ein Okay. bisschen darauf an, eben, welches Hotel und welche Schicht. Ja, also dann, wenn du am Morgen anfängst, wann hörst du am Abend auf? Einfach nach 8,5 Stunden, rein Okay. theoretisch, wenn Ja. man keine Überstunden macht. Okay. Was würdest du sagen? Was sind so Vor- und Nachteile vom Beruf? Denkst du? Vorteil ist sicher die grosse Abwechslung und vor allem auch die vielen Leute, die kommen. Also der Kundenkontakt genieße ich sehr, vor allem auch, weil es ganz viele Leute aus aller Welt kommen. Also man lernt verschiedene Kulturen und Religionen und alles kennen und ich finde das mega spannend, auch Sprachen. Und viel erzählen dir die Leute noch etwas aus dem Land oder so und geben dir selber Tipps, wenn du mal dorthin willst, wo du reisen. Also das fängt mega. Okay. Nachteile sind so ein bisschen die Arbeitszeiten und auch Tage. Also, ich arbeite für Wochenende. Es ist dementsprechend schwierig, so ein bisschen Sozialleben nebenbei zu führen, weil man einfach dann arbeitet, wie alle anderen frei hat, und man hat dann frei, wie alle anderen arbeiten. Okay. Genau. Was auch ein bisschen mühsam ist, ist manchmal, wenn man unzufriedene Gäste hat oder so und die dann eben schon morgen früh anrüffeln oder irgendeine Reklamation hängen. Genau. Aber das ist alles. Nicht das so schlimm, wenn man auch die Vorteile anschaut. Was würdest du sagen, was mir ist so besonders wichtig in deiner Ausbildung oder was sind so Eigenschaften, die man besonders müsste können? Was sehr gut ist, ist, wenn man in der Fremdsprache gut ist, also dort wirklich kann reden und schreiben. Also es muss nicht krass sein, desto besser, desto. Oder ja, desto besser man es kann, desto besser, ja. Aber sehr gut, also Grundkenntnisse sind sicher mega wichtig, weil man hat am Telefon Französisch und Englisch, man hat beim Check-in Französisch und Englisch, je nach Region auch Italienisch, wenn man jetzt gegen das Bündnerland übergeht, genau. Das ist sicher sehr wichtig, aber dass man das kann und dann von den Eigenschaften her, charaktermässig, selbstbewusst so ein bisschen, also wenn man sich da in der Rezeption versteckt, kommt es nicht so gut. Und einfach auch den Überblick zu haben, motiviert sicher, genau, aber da man so ein bisschen ein Allrounder ist, muss man sicher
eben den Überblick, das Organisatorische sicher mitnehmen. Das ist von Vorteil. Okay. Und wie würdest du sagen, wie sind so, also jemand fragt auch, wie viele Sprachen kannst du sprechen? Oder wie viel braucht man sozusagen? Ist es wichtig, dass man viele Sprachen kann? Es ist von Vorteil. Also desto mehr man kann, desto also mehr Facts. Weil ein Gast ist immer mega erfreut, wenn man in seiner Muttersprache begrüßen. Ich habe jetzt nur Englisch und Französisch neben Deutsch, wo meine Muttersprache ist. Das reicht jetzt zum Beispiel zu Bern sehr gut. Im Bündnerland, dort wäre jetzt Italienisch statt Französisch besser. Es kommt eben noch wieder darauf an. Genau. Okay. Aber wenn man natürlich noch Spanisch kann oder Arabisch, Chinesisch oder so ist, hat man natürlich einen grossen Pluspunkt bei den Gästen, aber ist, muss man längst nicht können. Also ich also nicht. Ja. Okay. Was würdest du sagen, was ist so, so ein bisschen, wenn mit jetzt noch speziell bei den Zuschauern, in welchem Fach müsste man gut sein? Würdest du sagen, boah, dann bist du geeignet für ein gutes KV? Ich glaube, wenn es um die Rezeption geht, einfach auch in der Sprache, Englisch, Französisch, dass man dort auf einem, also dass man dort vor allem einfach auch die mündlichen, schriftlichen, da kann man noch ein bisschen googlen und Übersetzen brauchen, aber vor allem im mündlichen, dass man dort sehr gut ist. Mathe braucht man nicht unbedingt, aber Deutsch, aber man schreibt viele E-Mails, also Sprachen sind sicher von Vorteil, wenn man dort gut ist. Okay. Dann natürlich eine von der wichtigsten Fragen, oder? Wie viel verdienst du? Ich als Lehrling habe ich keine schlechte Lohn in Gastronomie. Da habe ich im ersten Lehrjahr 1020 Franken, im zweiten Lehrjahr 1200, im dritten Lehrjahr 1500, so plus minus, ist der Mindestlohn. Man kann aber je nach Hotel sogar noch mehr haben. Man hat dann auch noch Trinkgeld, wenn man gut hat gearbeitet. Genau, wo manchmal bis zu 100, 200 Franken sind noch. Also pro Jahr, pro Monat, je nachdem, aber je nach Hotel. Ausgelernt weiss ich es nicht haargenau, weil mein Beruf ist so neu, da gibt es noch gar niemanden, der ausgelernt ist, beziehungsweise die Erste haben jetzt gerade QV gemacht. Aber es gibt noch niemanden, der eigentlich als HOKO angestellt ist. Aber ich nehme an, dass es eine Mischung zwischen Hotelfachfrau und das KV ist, also um die 4'000 rum, irgendetwas so. Okay. Genau. Das ist gut. Was würdest du sagen, was macht dir am meisten Spass? Die Abwechslung zwischen den verschiedenen Bereichen. Ich bin sehr gerne an Rezeption, aber ich finde es auch cool, mal beim Frühstücksservice auszuhelfen, weil dort kann ich mich ein bisschen mehr bewegen. Und es ist halt etwas anderes. Es ist auch ein bisschen Tapetenwechsel sozusagen. Was ich auch cool finde, ist, wenn man halt mehrere Bereiche zusammen macht. Jetzt zum Beispiel ganz wenige Leute sind, dann mache ich das Frühstück und die Rezeption gleichzeitig. Ich bin die ganze Zeit am Switchen zwischen dem Frühstücksraum und eben der Rezeption. Und das ist das, was dann eben perfekt und so wechselnd gleich macht. Okay. Spannend. Wir haben da noch eine ganz spezielle Frage, die vielleicht ein bisschen aktueller auch ist. Und zwar vom Florin Felber. Er fragt, hat sich das Verhalten in der Corona-Krise eigentlich auch ein bisschen, hat man das an den Kunden ein bisschen angesehen? Sind die Kunden ein bisschen anders? Ja, das ist jetzt schwierig zu sagen. Mega spannende Frage, wirklich. Mhm. Die ängstlich sind, die Angst haben vor Corona, das hat man gemerkt, die haben dann viel so ein bisschen reklamiert, wenn man halt die ganzen Regeln vielleicht nicht perfekt hat, beziehungsweise die sind dann die ganze Zeit suchen, wo man dann auch noch wo man sich dann noch anstecken kann, was nicht gut ist. Und wo wir halt zum Beispiel ein Frühstücksbuffet haben, klar, alles einzeln abpackt im Moment und so. Aber die haben dann gefunden, ja, der Abstand können wir dann nicht so gewähren und so. Die sind natürlich so ein bisschen im Mötzerlau so. Und hankerum gibt es dann die anderen Gäste, die finden, der zieht jetzt die Masken ab. Wir haben jetzt seit einer Woche Maskenpflicht auch bei uns. Mhm. Und die finden, das stört dann. Es gibt es einen und das andere, aber die meisten, von den meisten hat sich nicht viel verändert, höchstens von den Gästen, die angeregt sind. Wir haben jetzt hier, wo ist das Stadthotel in Bern,
sind wir, da haben sie immer viele Business-Gäste normalerweise. Die haben alle Meetings, sind natürlich alles abgesagt worden, die sind alle ins Homeoffice. Ja. Und darum haben wir plötzlich Schweizer Gäste gehabt, Familie, die haben natürlich andere Anforderungen und so. Von dem her haben wir es so ein bisschen gemerkt gehabt, aber ein Gast selber vom Verhalten her, außer dass es vielleicht Reklamationen diesbezüglich gegeben war eigentlich nicht gross gewesen, nein. Okay. Wie ist das eigentlich so ein bisschen bei dir gekommen? Wann hast du so ein bisschen die Interesse dafür entwickelt? Also, woher kommt das bei dir? Ich habe schon immer gerne so für Leute, weißt, irgendwie das Bett parat gemacht und noch Schöckeli drauf da oder irgendwie auch schon gerne okay. Als Kind, als Kind immer so ein bisschen Rezeption, Check-in oder so gespielt habe. Ist mir aber nie so bewusst gewesen, dass ich das eigentlich schon wirklich gerne habe gemacht. Ich habe eher, Brusso war für mich absolut Horror gewesen, kann man sogar schon fast sagen. Das habe ich gar nicht gerne gehabt, da bin ich auch gar nicht gerne darauf angesprochen worden. Ich habe eher das Zwischenjahr gemacht, wo ich wirklich nicht wusste, was machen. Und dann bin ich im Berufsinformationszentrum auf den Beruf gestossen und dann gemerkt, hey, das fängt noch. Weil eine Hotelfachfrau selber ist mir dann zu fest zimmerlastig gewesen, blöd gesagt. Also die spezialisieren sich halt sehr auf die Zimmerreinigung. Aber ich wollte bei den Gästen sein, gleichwohl. Und gleich aber die Abwechslung haben, weil nur am Computer ist mir dann gleich auch wieder zu langweilig. Und darum bin ich dann auf den Beruf geschossen. Genau. Aber das hat sich eigentlich schon ganz früh entwickelt, das Interesse. Okay. Obwohl ich es nicht gewusst. Es gibt ja, wenn wir jetzt langsam auch noch ein bisschen einen Schluss finden, was würdest du sagen, ist so dein Job eher ein, so ein bisschen etwas, was du, ein bisschen ein Teamjob oder etwas, was du alleine machen musst? Was würdest du sagen? Es ist schwierig zu sagen. Es ist beides. Okay. Wir arbeiten im Hintergrund im Team. Mhm. Ich habe die Geschichte meistens alleine, weil wir halt ein kleines Hotel sind. Beziehungsweise alleine, wir haben halt alleine Rezeption. Wir haben natürlich noch auf der Etage Leute oder im Service so noch. Aber wir haben dann echt nur so bei der Übergabe während 3 Stunden oder so, hey, sind wir jetzt zu zweit. Und gleichwohl sind wir jetzt ein mega eng. Wir sind aber auch sehr ein kleines Team, weil wir ein kleines Hotel sind. Wir als Team sind mega eng. Es ist eben so ein bisschen beides, das finde ich auch cool. Man kann wie selbstständig arbeiten, man hat aber eben auch noch ein Team im Rücken, das immer unterstützt und wo man zwischendurch auch zusammen kann arbeiten kann. Also man hockt jetzt nicht alleine. Okay. Die ganze Zeit im Hotel, genau. Also ich würde jetzt wirklich sagen, beides 50-50. Okay. Ja, in dem Fall wirklich merci vielmals für deine Zeit und dass du uns hast können, da die Informationen auf den Weg geben und auch natürlich dir selber die Zeit genommen hast. Und ja, ich wünsche eigentlich alles Gute auf den Weg. Ja, und dann noch für unser Publikum. Das Interview wird dann nachher gerade im Anschluss oder ab morgen verfügbar sein auf der Connect-Webpage. Das heisst, wenn ihr etwas nachschauen wollt, dann könnt ihr das dort auch noch machen. Genau. Merci vielmals. In dem Fall wünsche ich euch allen einen schönen Abend oder einen schönen Nachmittag und macht's gut. Gleichfalls. Merci. Tschüss. Tschüss zusammen.